Yo, willkommen bei Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 Demo, also Junge. Also, ja, ich nehme auch mal gleich die Musik. Ich würde sagen, wir sind so, auch schon geile Effekte. Alles natürlich auf höchster Grafikqualität, habe ich schon vorhin eingestellt. Und zuerst nehmen wir die Schlacht von Hogwarts. Zuerst machen wir normal, weil ich habe selber noch nicht gespielt. Also, 1, Stupor, da. Shift links. Rennen Deckung, Zauberwirkung, Zielverbesserung. Okay, aber weil wir keine Xbox besitzen, sondern eher PlayStation, alle sogar, außer PSP, werden wir natürlich keinen Controller anschließen. So, ich muss schon sagen, die Grafik ist schon ganz gut, ne? Natürlich gibt's Super! Also, man macht das so, indem man eine Sache auswählt, zum Beispiel 1, hat man Stupor. Und umso mehr man seht ihr, wird der Zielfaden größer. So, und ungenauer natürlich. Also, am besten einmal so ein bisschen warten. So, wenn ich dann 2 drücke, bei Expelliarmus. So, wenn ich jetzt 3 nehme, haben wir Expulso. Hier haben wir Confringo, man hat das eine Enter. 5 ist Trificus Totalus. Impidimus. Yo. Und dann gibt's natürlich noch. Genau. Es reicht auch, wenn man nur Shift drückt. So. Wir bleiben bei Stupor. Oder was war das? Sie greifen die gesamte Schule an, Harry. So, dann gehen wir mal weiter. Es ist nicht sicher hier. Wir sollten besser abhauen. Okay. Genau. Expulso! Sieht besser aus. So, dann gucken wir mal. Hier lang geht's zum Bootshaus. Da muss ich erstmal die Steuerung. Die Tür führt nach unten. Ich hab das schon mal auf einem PC von mir gespielt. Noch ein paar Schritte und wir werden runtergehen. So, Dessa! Haben es in die Schule geschafft. Wir haben keine Zeit dafür. Wir müssen ins Bootshaus. Zeit an. Und nehmt die Zauberstelle. Lass ihn, Junge! Komm her! Was ist das? Das Begrüßungskomitee von Hogwarts? Hey, du! Oh. Wir werden euch Hogwarts nicht kampflos überlassen! So. Steuerung. Ihr könnt euch nicht verstecken! Sie sind hier! Okay. Der Junge ist hier! Ihr gehört jetzt uns! Dann muss ich noch mal ein bisschen lang zu abhauen. Portego! Na los! Steuerung nicht. Sei kein Dummkopf, Junge! Gehen und dann. Da läuft Okay. Jetzt gehen wir mal weg. Lass ihn nicht fliehen! Voldemorts Tage sind gezählt! Lass Hogwarts in Ruhe! Du kannst nicht fliehen! Expulsor! Da ist er! Gehört mir! Es ist schwierig, dass man das am Anfang nicht sagen. Na los, ihr Bande! Mach weiter!
So, sie drängen uns zurück! Schade, ja, ist auch wirklich viel schwieriger, als man denkt. Mit Maus 2 kann man das nicht. So. Also, gehen wir hier mal in Sicherheit. Okay. Stupor! Probieren wir mal da. Aber ich muss sagen, die Steuerung. Runter! Da sind sie! Der Dunkel ist lebendig! Schnappt sie euch! Was ist... Nell! Dormenhawkos! Warte nur ab! Gut so! Ja! Komm, Stringo! Ziel! So. Ja! Ich werde niemals mit euch kommen. Ganz egal, was ihr tut. Wir wussten, dass du herkommen würdest, Vater. Oh. Mach keinen. Wow. Und dann... Wir haben auf dich gewartet, Potter! Das ist doch schon... Die Tür ist versperrt. Entweder das oder sie kriegen uns. Köpfe runter. So, dann gehen wir mal da beiseite. Ich bin sicher, Voldemort lässt nicht zu, dass wir einfach so ins Bootshaus marschieren. Oh nein! Die gesamte Schule wird angegriffen! Sieht so aus, als wollten die Schüler und Lehrer Zeit für uns gewinnen. Wir sind auf der anderen Seite! Da ist ein Abfall. Und dann werde ich ab da wieder weitermachen. So, weiter. Endlich
Mann, Finger! So. So kann man die ganze Zeit treten. Ihr könnt einpacken! So. Der dunkle Lord will dich, Potter! Was war das los mit euch, Bande? So, jetzt mal ganz schön gut weg. Du da! So, dann gehen wir mal los. Wir könnten gefährlich sein! Er kann Harry nicht haben! Du wirst nicht weit kommen, Lord! Ich hab die Kostüme! So, Super! Ich sehe ihn! Es ist der Junge! So, dann gebe ich mal ein bisschen Deckung. Dann gehen wir da oben schon ein. Das nennt ihr Zaubern? Ja, Hermine muss hier ein bisschen reden. So, wir warten jetzt mal ab, bis Deckel seine Zeit. Wir kontrollieren Hogwarts! Bleibt, wo ihr seid! Okay. Jeder, der uns herausfordert, ist ein Gegner des dunklen Lords. Zurück! Ne, den nehmen wir nicht. Super! Der Junge wird bald nicht mehr sein! Okay. Der dunkle Lord will kein Blut vergießen! Und Harry Potter! Der dunkle Lord hat Pläne mit dir! Okay, dann müssen wir auch oft in Deckung gehen. Tun wir das nochmal, würde ich sagen. Und wir warten mal ab. Ja, wir abdrehen mal ein bisschen darüber. Man muss ihn wirklich vorbereiten, dass man sich abdreht. So. Schnell in Deckung gehen. So, es werden immer mehr. Also dann gehen wir ein bisschen wieder rüber. So, 2, 3, Impulso. Ab und... Stopp! Sieht so aus, als setzen wir fest. Gebt mir Deckung, während ich versuche, die Tür zu öffnen. Versperre nicht. Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen Dreh raus. Da muss ich sagen, das macht schon so richtig Bock. So. Ich mache Fortschritte, aber wir haben es noch lange nicht geschafft. Da hinten sind auch welche, was? Wir haben es beinahe geschafft! So. Wir kontrollieren Hoffnung! Lass dich nachfallen, Junge! Eure Aufgabe! Komm schon,
steh auf, steh auf. Nein, leider nicht. Muss erstmal mal den Dreh rauskriegen. So, ich würde sagen, wir gehen hier hinter. Haben wir noch. Rotingo! Schnappt sie euch! Erhieb dich! Das war doch mal ein Schuss. Es ist schwierig, aber ich glaube, es klappt! Kupo ist aber nicht besonders stark. Sie ist fast offen! Da sind sie! Lasst sie nicht entkommen! Harry, sie sind hinter uns! So, Du kannst nicht fliehen! Mal ein bisschen in Sicherheit. Zauber weiter! Eure Professoren sind jetzt nicht mehr da, um euch zu helfen. Sie können uns nicht aufhalten. So. Bisschen in Deckung gehen. Na, wann hat die denn weg? Seht euch nur diese Dummköpfe an! Okay, dann haben wir diesen Teil schon mal geschafft. Ein langer Weg. Guckt euch den nächsten Part an. Da besiegen wir Fenrir Greyback. Und dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert und abonniert. Tschüss und bis zum nächsten Mal.